Guten Morgen, meine Lieben, ich grüße euch. Samstagmorgen, ein Tag vor Heiligabend. Es ist 5:30. Ich bin seit 5:20 wach und ich habe jetzt alles fertig gemacht und fahre jetzt zur Arbeit. Ja, die anderen schlafen natürlich, ne? Ja, jetzt mache ich mich mal auf den Weg. Ich habe Handschuhe an, ich habe mir meine Hände eingeölt mit Olivenöl, weil die sind so trocken und die tun mir weh. Damit die richtig schön einziehen, habe ich auch noch Handschuhe angezogen. Bis zur Arbeit reicht das aus. Da werden die Hände butterweich. So, jetzt muss ich aber los, sonst komme ich zu spät. Auf geht's zur Arbeit und ich sage bis später. Ich habe jetzt Feierabend, es ist 13 Uhr. Ich bin froh, dass ich Feierabend habe. Es war echt hart. Wirklich, ich habe meinen Mann angerufen, der ist bei seinen Eltern, das Regale abbauen, aufbauen, keine Ahnung. Er meinte, ich könnte nach Hause fahren, ich brauche die Mädels jetzt erstmal nicht abholen und ich werde dann Essen kochen. Ne? Aber ich bin richtig kaputt. Ich bin richtig kaputt. In der letzten 10 Minuten, habe ich noch einen Karton Wein umgekippt, schön. Und dann habe ich die letzten 10 Minuten damit verbracht, dass ich den ganzen Drister sauber mache. Oh, was für ein Tag. Ich bin froh, dass jetzt erstmal 3 Tage Ruhe ist. Wirklich. Einfach nur nach Hause, Klamotten ausziehen. Ich dampfe hier schon, ehrlich. Ich ziehe mich jetzt um. Und dann, bevor ich mich hinsetze, weil wenn ich mich hinsetze, komme ich nicht mehr leicht hoch. Deswegen werde ich schon mal das Essen machen. Und ja, und danach kann ich mich hinsetzen, weil sonst komme ich nicht mehr hoch. Also ich bin fix und fertig. Mein T-Shirt, mein Poloshirt ist echt hinten nass geschwitzt. Einmal umziehen, die Handschuhe in die Wäsche. Ich muss erstmal Wasser trinken. Ich hatte hier letztens Ochsenschwanz gekauft. Das werde ich schön jetzt kochen. Und dann mache ich damit einen leckeren Kartoffelmöhreneintopf. Das ist sehr lecker. Ich habe gedacht, du möchtest dir das selber aussuchen. Nein, ich wollte mit dir das aussuchen. Ach, Mensch. Elisanne, du siehst aber schick aus. Und ich auch. Ja, du auch, natürlich. Nee, du siehst gar nicht schick aus. Ui, 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 ui. Zeig mal mit deinem Bolero-Jäckchen. Allah'ım ya Rabbim, insan bu kadar tatlı olur mu? Nein, geh weg. Çek. Geh weg. Şöyle bir yürü. Wie war das, Elisa? Geht das ein bisschen netter? Meine Augenbrauen sehen so krass aus, ne? Guck dir meine schöne Prinzessin an. Können wir mal kurz über meine Augenbrauen reden? Ja. Nein, und mein Outfit. Mama. Du ziehst das schon seit einer Woche an. Was denn? Dein T-Shirt. Ich weiß, Barcelona. Ja, Barcelona, ne? Auf die 1. Stinke-Trikot hier. Gott sei Dank gibt es kein Geruchsfernsehen hier. Barcelona auf die 1. Mein Gott.
Stunde. Oh, der ist aber lecker, du, was ich hier mache. Schatz, weißt du das? Mhm. Ich koch mal für meine feinen. Leise, leise. Da kommen jetzt die Kartoffeln und Möhren rein. Und dann werden die noch mal eine halbe Stunde kochen. So. Und dann ist das Essen fertig. Ich glaube, ich tue da noch ein bisschen Frühlingszwiebeln rein. Nachher. Tun wir jetzt noch Knoblauch rein. Ich habe alles eingekauft. Also Kinderbrot hast du auch noch? Alles. Ja. Kannst du eine Packung? Nee, eigentlich nicht. Nee, wir haben. Was denn? Da helfen. Scheit. Ei, ei, ei. Was ist los? Warum hast du deine Blödpuppen? Weil ich mit dir immer nur anziehen muss. Ja, aber du bist die Puppenmama. Nein. Ja, natürlich. Nee, ich nicht. Aber du bist so gemein zu mir. Ich dir zu gemein? Was habe ich denn gemacht? Du helfst mir nie. Soll ich dir helfen? Wobei, ja, zeig mal. Ich habe mir aber schon geschafft. Also, ja, dann brauchst du ja auch keine Hilfe. Aber wenn du mir... Du bist voll deine blöde Hilfe, Mama. Wenn du mir sagst, Mama, ich brauche Hilfe, dann helfe ich dir gerne. Ja. Ah, doch, natürlich. Nein. Warum bist du denn heute so sauer? Weil du mich nicht heute in die Badewanne jetzt bringst. Gleich, wenn wir gegessen haben und so. Hm? Dann kannst du baden. Aber erst müssen wir essen, dann räume ich auf. Egal. Nee, es ist irgendwas anderes. Was hat dich heute so sauer gemacht? Dich. Was habe ich denn heute gemacht? Du hast mich doch jetzt erst gesehen. Wo war ich denn gemein? Komm mal her. Also erzähl mal. Warum bist du heute so sauer auf mich? Weil du mich nur sauer machst. Ah, nee, du hast gesagt... Aber so eine Jacke habe ich auch. Na, warum bin ich eine blöde Mama? Nee, sag mal, du bist auf irgendwas sauer. Weil ich heute keine die Anziehsachen ausgesucht habe? Hm? Ja, aber weißt du, ich habe gedacht, heute ist ja kein Kindergarten, also brauche ich auch nicht irgendwas aussuchen. Du kannst anziehen, was du willst. Soll ich nackt rumlaufen? Ja, nein, ich habe gedacht, du suchst dir selber was aus. Nein. Weil ja Wochenende ist dann. Wollte ich nicht. Ach, du wolltest nicht, deswegen bist du so sauer auf mich? Und warum sagst du, dass ich eine blöde Mama bin? Weil du mir nichts ausgesucht hast. Ja, aber dann kannst du mir ja sagen, Mama, ich bin echt sauer auf dich, dass du mir meine Klamotten nicht bereitgelegt hast. Dann kann ich dir das erklären. Aber ich finde, du hast das heute sehr gut gemacht. Ja, aber ich finde, du hast es nicht gut gemacht. Ich habe es nicht gut gemacht. Du hast den Tag verbrochen. Ich habe den Tag verbrochen? Womit du? Ich war arbeiten. Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Du warst bei Oma, ne? Hä? Und wie war es bei Oma? Gar nicht gut. Warum denn nicht gut? Ich habe nur Uno gespielt, dann zu Ende mir ist langweilig. Kannst du denn jetzt Uno? Ja. Kannst du Uno spielen? Ja. Echt? Wow. Ah, dann weißt du, was wir machen? Mhm. Nach dem Essen gehst du hoch und badest erstmal schön. Ganz lang. Ja. Und dann machen wir uns hier auf der Couch gemütlich. Und dann gucken wir Fett und nehmen uns Süßigkeiten. Hast du heute keine Süßigkeiten in der Hand? Nein, da muss ich mal Papa fragen. Zwei Donuts. Ja, ich hab aber was für dich mit.
Nee, nach dem Essen. Ich habe den Kinderzeug mitgebracht. Ja. Also, vertragen wir uns? Nein. Nein, du bist immer noch sauer auf mich, oder was? Ja, das ist aber schade. Was hast du gesagt? Vertragen! Ja, dann vertragen wir uns, komm. Und Abla muss ich mal rufen, die soll ihre Sachen aufräumen. Oh, guck mal, zeig das mal. Hat Oma uns gesehen. Ja, Winterlandschaft. Schön, ne? Mama, sind da Menschen? Bestimmt ist da jemand drin. Guck mal, nimm mal die Zeit bitte. Richtig schön. Komm, ich geb dir eine Traube. Elisan, wenn du die probierst, ne, du wirst sagen, oh mein Gott! Oh mein Gott, Mama, was hast du da gekauft? Aber kim tadına bak. Bir yere bak, bu üzümün tadı. Essen ist fertig. Lecker. Lecker, ne? Willst du gleich essen? Ja. Siehst du? Wie ist es beeilt? Ich bin in einer Runde. Nimmst du bitte deine Jacke, dein Hoodie. Alles. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Jacke. Wehe, du schmeißt die hin. Nein, was soll ich jetzt noch tun? Und dann kommt... Ich habe Hunger. Wirklich, ich esse mal nachher. Nein, wir essen jetzt. Und mach die Runde, Pitzel. Dann mach die Runde schnell. Ich gebe dir 5 Minuten. Fünf Minuten? Hast du noch nie Fortnite gezockt? Online. Ich kann nicht auf Pause drücken. Das ist mega. Alle 10 Minuten. Nein. Nile. 10 Minuten. Oh Gott, ey. Habe ich aber lecker gemacht, Schatz. Ja, guck mal, wie das schmeckt. Aber ist ja normal, dass das schmeckt. Das ist richtig lecker. Ich habe das Gemüse auch nicht tot gekocht. Ganz einfach. Na? Und jetzt können wir essen. Wir probieren aber eine Kartoffel. Hier. So. Ich guck mal. Na toll. Heiß. Heiß, Jörg. Ist sehr heiß. Und? Essen. Lecker, ne? Ja. Ich habe auch Hunger. Ochsenschwanz, Kartoffeln, Möhren. Und das war's schon. Ein bisschen Brühe. Ich muss Suppe demnächst machen. Du musst dich beeilen. Ja. Hast du Freizeitstress? Nein, ich bin in der Runde. So. Guck mal, nicht wie so viel an, weil ich ja, Hunger. Ja, ich weiß. Du hast nie Hunger. Nein, nicht so, nee, ich möchte kein Fleisch. Doch, nein. Jeder kriegt ein Stück Fleisch. Ich möchte aber da nicht. Da bitte. Nee, mit beiden Händen, Nina. Mit beiden Händen, Schatz. So. So, Vorsicht, es ist heiß. So. Nein, ich nicht. Guten Appetit. Bismillahirrahmanirrahim. Naja, alles hat gekommen. Ja. Ich habe dir gesagt, die Trauben sind so lecker. Was soll ich dir geben? Dann nimm dir doch deine Tabs selber. Morgen musst du nicht zu deinen Eltern? Warum habe ich keine Zeit? Wieso? Alvin. Alles klar. Was ist das denn? So ein halb aufgelöster Tapfen? Was verkaufen die an denn hier? Die halbe Schose da. Mit dem Badeanzug willst du baden? Ja. Okay. Das willst du anziehen? Ja, ein älterer Badeanzug. Okay. Ich mach schon mal hier alles bereit, okay? Ja. Du bringst schon mal deine Jacke weg und deinen Ballettanzug tust du in deinen Schrank. Bitte. Okay? Ja.
Ja, siehst du? Guck mal mit deinen Füßen. So, guck mal. Geh du in dein Zimmer, warte auf mich, ich komme gleich, ne? In mein Zimmer? Wieso? Ja, kannst du spielen, bis ich hier aufräume. Du musst ja hier sauber machen. Runter. Unten ist keiner, ne? Alles klar, dann geh runter. War eine halbe Stunde drin. Das hat dir richtig Spaß gemacht. Ich mache hier jetzt ein bisschen Fenster auf. So. Und jetzt gehe ich runter. Wir haben auch schon 17.30 Uhr. So. Nilen, alles gut? Ha? Alles gut? Ja. Mach mal die Jalousien runter, bitte. Okay, und dann kommst du aber kurz runter. Aber darf ich den Rest nehmen? Ja. Danke, ich küsse dein Herz, Mama. Du bist eins. Die Beste. Ja. Ich hab dich so lieb, ne? Ich dich auch. Danke, Chip. Meine Lieben, ich werde mich jetzt bei euch verabschieden. Und bei uns ist der Tag jetzt rum. Wir genießen noch ein bisschen unser Eis. Und ja, ich möchte euch wunderschöne Weihnachten wünschen. Genießt die Zeit mit euren Familien, mit euren Liebsten. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss, tschüss bei den Papas. Und Mamas. Ciao, ciao.